Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind hier im System LaSalle oder wie man das ausspricht, LaSalle 8760. Dort hat es mich nur ein kleiner Transportauftrag hingeschlagen und das war ein Jackpot, den ich hier gefunden habe. Guck mal, klären wir, ob das immer noch so ist. Und zwar haben hier die Fraktionen Aufträge zugeschustert. Zwischen den zwei Stationen oder zwischen dem Planeten der Station oder so umgekehrt. Und richtig gute Aufträge, da ich bei denen schon ein bisschen Ruf hat und den jetzt immer noch gesteigert hat. Also das war eine Goldgrube Deluxe. Das war richtig cool. Das hat jetzt natürlich auch zur Folge, dass ich bin mit meinem Rang auf 100% vom Fregattenkapitän, sprich, man müsste eine Aufstiegsmission finden. Und genau das. Kugumamo. So. Bin wir dann mit dem Python hier. Na, gucken wir mal, ob die. Oh ja, das sieht doch schon noch sowas aus. Und wo sind die Fraktionen? Die hier. Ne, die hat jetzt momentan nur. Doch, das sind noch Missionen. Genau, diese hier. Sowas halt. 132 Einheiten und 84, alles in dem System. Das war so Missionen, die ich da. Aber die da, die machen wir noch. Elektrochemische Detektoren, die brauche ich immer. Chiao Landing, das ist die andere Station. Ich wollte jetzt eigentlich die Aufstiegsmission machen, aber hey. Da können wir die vielleicht auch noch mitnehmen. So, jetzt gucken wir gerade mal, wenn wir dort schon hinfliehen. Ah, Chiao Landing. Funktioniert immer noch. Nimm mal auch. Oh, okay. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Weil, das sind jetzt gerade mal. Wir sind hier, müssen hier hin. Das sind 100 paar 60 Lichtjahre. Also, das ist so vernachlässige. Oh, bin ich doof? Nein! Nein! Ich habe was vergessen. Moment. Ich muss gerade wieder landen. Weil. Nein. Weil. Ich habe Panas gesehen. Ich habe hier noch Drohne drin, weil ich war noch unterwegs, was erledige. Da komme ich nur noch vielleicht drauf. Die Drohne, die ich immer so rausschmeiße. Dann könnte ich dann eine andere Auftrag mitnehmen. Gut, dass was noch aufgefallen ist. Das wollte ich nämlich vorher noch machen. Die können wir nämlich rauswerfen, die brauchen wir nicht. Sprich, dann können wir noch. Hier. Der Rest noch mitnehmen. So, passt doch. Jetzt will ich gerade mal gucken. Wir haben noch 8 frei. Was war da Aufstiegsmission? Wenn ich mal die noch gerade mache, die im Anschluss. Mal die zwei Einheiten Silber, Krumbridge. Moment, ist das für. Ne, das ist nur eine Folgemission, das ist keine Aufstiegsmission. Ne, da müssen wir mal gucken, wann wir in die kriegen. Ja, das da wäre was, aber will ich das nicht unbedingt machen. Ne, gut, dann fliehen wir mal zu dem Chiao Dingenskirchens. Das haben wir schon gesetzt. Wenn wir schon die Aufstiegsmission kriegen, nehmen wir das Geld mit. Ja, dann war ich gerade vorhin Materialienfarmer und zwar war ich in diverse Anarchiesysteme und habe Emissionsquelle abgeflogen. Genau, hier will ich hin.
zwar, ich wollte leitfähige Komponente haben, unter anderem für nochmal meine Waffe auf so Rüste. Und die kriegt man in degradierte Emissionen. Wie die heißt, auf jeden Fall degradierte Teile. Und da war ich halt durch Anarchiesysteme geflohen, haben allerhand Signalquelle abgegrast, degradierte, verschlüsselte und auch hochgradige. Und habe mich ordentlich mit Material gedeckt. Das hat jetzt auch der nette Nebeneffekt, das wusste ich gar nicht. Bei verschlüsselte Emissionsdaten, da ist oft ein Privatdatensignal drin, das kann man scannen. Und da habe ich einige an FSA-Datencache-Ausnahmen gekriegt. Also die man für den Frameshift Drive Update auf Grad 5 brauche. Und so habe ich jetzt auch 27 Stück, also das hat sich richtig gelohnt. Dann habe ich irgendwie ein paar Daten gekriegt, die ich noch gar nicht viel heute irgendwas außergewöhnliche oder abnormal, ich weiß nicht, irgend so was komisches. Gucken wir mal. Nee, die anormale Kompaktemissionsdaten. Grad 5, da habe ich einige gekriegt. Ich habe einiges an Spezial Legacy Firmware. Da haben wir jetzt 35, also das hat sich richtig gelohnt. Materialien habe ich teilweise auch genug. Sogar Grad 5 Materialien, so Wärmetauscher, nee, Proto-Wärme-Dinger und irgendwelche andere Proto-Materialien, Core Dynamics Composite-Werkstoffe. Das hat sich echt gelohnt. Deshalb wollte ich noch die Drohne an Bord. Da habe ich immer von M Anarchiesystem ins nächste, dort die Quelle abgefloht, ans nächste gesprungen. Das war recht erträglich. Es war ein bisschen öde, aber ich habe näher bei Fußball geguckt. Das war dann okay mit der WM gerade. Kann man das mal machen. Ja, dann habe ich mir nämlich überlegt, was man demnächst noch mache. Hoffentlich schon in der nächsten Folge, weil in der Folge möchte ich gerne das Glück haben und eine Stufe Aufstieg bei der Föderation kriegen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich tue die Python umrüste hier. Weil was mich gerade nervt ist, wir kriegen zwar ordentlich Zeug drin, wir sind eigentlich flexibel, was wir machen können, nur wenn mich irgendein Pirat abfängt, dann flüchte ich am besten, weil wir ein absolut beschissenes Schild, keine modifizierte Waffe, Triebwerk nicht getuned, deshalb baue ich die Python ein bisschen um. Und zwar, ich habe mal ein Bild überlegt, da habe ich dann immer noch 200 Fracht auf jeden Fall noch, aber nehme ich mal trotzdem das größte Schild mit und der Buggy flieht unter anderem raus. Da habe ich mir schon was überlegt. Das Fuel Scoop tue ich downgrade und dann können wir immer noch handeln. Aber wenn jemand Stress will, dann kann er auch Stress kriegen. Weil deshalb habe ich auch das Material gebraucht, dass man die Waffe dann gleich mal upgrade. Und das wäre dann das, was ich hoffentlich nach der Episode machen will. Weil das ist irgendwie ein bisschen doof. Vor allem, okay, da habe ich viel immer, aber denke ich immer noch Materialien. Da habe ich, glaube ich, gar nicht viel Materialien dafür, für die Triebwerke mal abzudaten, damit man da ob sie vorankomme. Das habe ich selbst gemerkt, da wollte ich so billig die Asp, wollte ich kille, ich habe die nicht gekriegt. Das heißt, die war halt vom Range ein bisschen höher, ich habe die gar nicht ins Visier gekriegt. Das war ein bisschen peinlich. So, aber jetzt gucken wir es erstmal. Das mal das Zeug abgebe. Jo, wie gesagt, also die Dörr-Missionen habe ich selbst nur gemacht in dem System. Das ist einfach so geil. Da hat man manchmal das Glück, dass man in so ein System kommt. Ah ja, genau, die wollte ich haben. Die sind cool. Die brauche ich. Innerhalb von einem System ein paar Lichtsekunden fliehe und. Das ist einfach nur Hammer. Leitfähig Polymer. Oh. Moment, da gucke ich gerade mal. Da müsste ich auch einige schon haben. Leitfähige Polymere, 47. Ja, komm, da mal 50.
Oder wer es war, auf jeden Fall Hammerpaar. Nice. Okay. Oh ja, der föderalen Flotte. Das hört sich ja gut an. Kurierauftrag, nur das spreche ich jetzt nicht aus, wo das hingeht. Ja, das machen wir, das dort. Das ist unsere Aufstiegsmission. Fodecamp. Die nehmen wir auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir mal gerade mal, ob mir eventuell hier könnte man noch gekriegte Industriefilm wäre. Oh ja. Wenn wir schon mal hier sind, dann Sepperov City, das ist das, wo wir gerade herkommen. Eventuell hier noch was, wo man noch. Nee, hier haben wir was anderes. Nee, hier sind es glaube ich auch nicht. Nee, das ist nur, die sind im Krieg. Die wollen gleich was abschießen. Variier das. Ja, die war das mit den Flüchtlingen. Ja, guck mal hier. Oh, Sepperov City. Ja, das machen wir noch. Was wollen die? Isoliermembran. 108 Stück. So. Sepperov City. Ja. Wieso eigentlich nicht? Polymere 99. Das Anna ist eigentlich von Imperium. Gekriegte Industriefirma. Ja, das nehmen wir die mit. Bringt uns noch so ein bisschen Ruf nebenbei, weil der wird hier weiter hochgezählt. Das ist ja okay, Problem. Dann starte mal beim nächsten Rang mit schon ein bisschen Ruf. Das ist ja cool. Das ist richtig. Da kann man schön Kohle und Ruf scheffeln. Ich meine jetzt einen Ruf gleich in mehrfacher Hinsicht, weil das geht auch ganz schön auf der Handelsrang. So viel Geld oder Material fahren gerade mal 142 Lichtsekunden. Ist nicht schlecht. Vor allem, wenn ich hier gucke. Ich habe jetzt schon Handelsrang 22%. Der ist jetzt schon 2% höher als der Erkunderrang. Und die sind beide auf dem zweitletzten. Da geht was. Aber ich glaube, wir müssen auch einiges davor stricken beim Handelsrang, bis wir da Elite sind. Eigentlich nur ein oder zweimal heute ich Pech gehabt. Da haben sie mich auf der N, auf dieser Strecke, wo man gerade fliehe, zweimal abfangen wolle. Das war ein bisschen nervig. Kurz vor dem Ziel hat mich ziemlich am Anfang hat mich einer gezogen und ziemlich am Schluss nochmal. Okay, ich bin entkommen, aber ja, dann fliegt man halt immer noch ein bisschen extra. Bisschen uncool, aber hey, davor bin ich so viel Runde geflogen, wo gar nichts war. Das dann schon okay. So, dort nur fliehen wir dann aber die andere Mission abgeben, die Dade-Mission. Das ist dann, denke ich, ein würdiger Abschluss für die Folge. Da mal der nächste Rang. Bin gespannt, was das für einer ist. Und was man auf jeden Fall dann auch noch mache, nur mal kurzer Themensprung, wenn man den Python upgrade, wir fliehen nochmal bei die Frau Fasi, ja, und holen unser experimenteller Effekt durch die Frameshift Drive. Da können wir mal ein bisschen was an Sprungreichweite rauskitzeln, denn momentan haben wir hier nur Reichweite 5. Und die, okay, das nur. Und halt die experimentellen Effekte, die gehen hier nur vor Ort. Das könnte man auch nochmal machen.
Weil bei dir will ich eh um das Triebwerk ein bisschen upgraden. Aber ich greife schon wieder vor. Machen wir sie erstmal das, was wir hier vorhaben. So, was wollten die Jungs dann? Feindwarnung eingehend. Tja, der war wohl ein bisschen zu spät. Ja, dann halte ich aber jetzt garantiert nicht auf mit der Ausrüstung. Vor allem mit dem Schild nicht, das ist ja gleich ohne. Okay, ist ja schon mal das Zeug abgewürgt, noch ein bisschen Kohle in Streiche. Wenn ich mit einem Monsoon-System komme, dann müssen wir es wirklich ausnutzen. Wenn sich die Fraktionen da untereinander die Aufträge im System zuschachern, das ist wirklich genial. Ja, du kannst das Geld nehmen. Wollte mal die gekriegte Industriefirmware. Die haben ja auch viel zu wenig, denke ich. Ja, nur Alpha Centauri fliege ich jetzt aber nicht. So. Nun, Kurierauftrag der föderalen Flotte. Nach, keine Ahnung. Oh, wo wird das uns jetzt schon markiert? Ah, hier. Das ist eine Bodensystem. Ja, okay, gut. Ist mal recht. So, da fliegen wir da mal direkt hin. Was haben wir hier verpasst? Verbündeten, yeah! Ja, mittlerweile müsste hier im System eigentlich ganz gut aussehen. Und das System, wo ich gerade hier bin, das ist nur ein kleiner Sprung von Barnards Stern entfernt. Also in der Gegend, wo wir eh die Homebase haben. Jetzt nehmen mit Fraktionen. Sollte eigentlich ganz gut. Verbündet, 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 verbündet. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, jetzt. Naja. Ich habe noch andere schöne Systeme. Wer weiß, vielleicht fliege ich nur der Aufnahme nochmal zurück und fliege noch ein paar Runden. Aber nee, ich will eigentlich nur die Python umrüsten. Ich muss nur aufpassen, dass ich die ganze Material jetzt nicht für die Python verblase, weil ich auch noch mal ein bisschen was so viel will für die Ferdelance, weil da müssen wir auch noch ein bisschen was an der Kanone machen. Das ändern wir nochmal prophylaktisch. So, hier haben wir ein. Guck mal, du. So, auch schon ein kleines System. Feynman Terminal, so ein Wissenschaftler. The Feynman. Der hat, glaube ich, sogar Bücher geschrieben. So, ich ihn gerade gucke. Erschöpfte Vorkommen. Okay. Für irgendeinen Ingenieur müssen wir hier auch noch Bromelit abbauen. Föderale Transporte. Ist er genauso? Komisch.
Moment. Ist viel los hier. Achso, Moment, war die Feindwarnung jetzt für die Mission oder für die Anna? Na, das sehen wir schon. Beringter Gasplan hier. So, wo müssen wir ungefähr hin? Oh, okay. Andere Seite. Ein bisschen zurück in die Geschwindigkeit, sonst. Das da müsste jetzt aber passen. Das war ziemlich klein, der Planet, oder? Der Mond. Weißt du, gibt es eigentlich so richtig große Monde, wo so, die wo einiges an Anziehungskraft haben? Müsste ich mal drauf achten. Können wir immer, wenn wir mal wieder rausfliegen aus der Bubble, da mal drauf achten. Dann haben wir auch merkt, drauf an auf interessante Sache. Sich irgendwie extra große Monde, extra kleine Monde. Schon wieder mal die Nachtseite. Das kennen wir ja schon. Die Green Party. War mal hier schon mal? Ja. Ah, 70 Uhr. Ob Fuji. Die kennen uns zumindest schon mal ziemlich gut. Bei denen ist man zumindest freundlich und die andere, oh, obwohl sind die dabei. Ja, ist ja alles so in unmittelbarer Nähe da von Sol, Banat, Stern. Ja, das da war jetzt nicht so sonderlich toll. Ich könnte besser machen. Muss ich immer mal gucken, dass man auch eine Außenaufnahme für die für das Thumbnail hinkriegt. Und es war teilweise mal schön, so sieht man auch mal teilweise ein bisschen besser, wie die Stationen hier aufgebaut sind. Schön kompakt hier. Oh, guck mal hier, landet gerade. Orca? Was ist noch ein Dolphin? Ich hab so Orca. Mal kann man gucken. Ja, Orca und Dolphin. So, dann. So, das erste Mal auftanke. Hier kann man ja nicht mehr reparieren. Oh, guck mal, fällt mal gerade auf, wir haben schon 350 Millionen. Oh, nicht schlecht. Macht sich.
Ja, machen wir das hier. So, wunderbar. Beförderung. Sie wurden befördert und bekleiden nun den Rang Captain. Ah, das ist mal nice, oder? Das ist doch nicht schlecht. Das ist mal Captain. Ha, herrlich. Und jetzt gucken wir gerade mal. Oh, wir haben schon 4% immerhin vom Neuen. Das fällt jetzt immer mehr. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Voraussichtlich mit der Aufrüstung von der Python. Und bis dahin dann. Bye bye.